Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir mal, ich sag mal, eine Kleinigkeit, ist heute anders. Es gibt wieder mal ein Opening, nur kein Case Opening. Ich habe hier 5 Anstecknadelkapseln der dritten Serie. Eine Kapsel, sage ich mal, kostet so ist momentan um die 9 Euro. Ist nicht gerade wenig, ich habe hier 5 Stück. Und mal gucken, was es hier so gibt. Also die Anstecknadeln sollte ja schon jeder kennen. Gibt es ja auch, also gab es ja schon 2 vorigere Pakete, das sind jetzt die neuesten, die dritte Serie. Und ich werde hier jetzt mal die 5 aufhebeln und hoffe aufs Beste. Die Anstecknadel Haul ist mit Abstand das Beste, was man hier bekommen kann, der Pin geht weg für 50 Euro. Der Anstecknadel Brigadier General geht weg für 20, also mit die 2 bin ich hier schon mal gut dran. Wobei ab... die Hydra gibt, glaube ich, sogar weniger wert als die Packung selber. Aber die Anstecknadel Ace High ist, glaube ich, auch noch um die 10 Euro was Profit wäre. Und alles andere bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist Minus. Kann sein, dass vielleicht der Guardian 3 noch ein paar Euro bringen und Inferno 2 und die Anstecknadel Wildfire. Beziehungsweise die Easy Peasy Lemon Squeezy. Kann auch sein, weiß ich nicht, aber wir werden es mal herausfinden. Ich werde hier jetzt mal die 5 Kapseln öffnen. Und je nachdem, was ich halt ziehen werde, werde ich dann gleich mal gucken, was die so wert sind. Wünscht mir Glück. Ich hoffe, ich gehe hier nicht komplett bruch, weil momentan habe ich keinen Luck bei den Openings. Das ist wirklich traurig. Okay, puh. Erste Kapsel. Es ist ziemlich viel blau und violett. Nein, und das ist gleich die Haul. What the fuck? Jungs, mein Geld ist schon wieder herinnen. Profit nach der ersten. What the fuck? Lol. Lol, lol, lol. Mehr fällt mir nicht ein, außer lol. Okay, in Zukunft hebe ich keine Kisten mehr auf, sondern nur noch die Pins hier. Da habe ich anscheinend etwas mehr Luck. Wobei, lass noch mal kurz gucken, was die jetzt tatsächlich wert ist. 48,50 Euro, ja okay. Wie ich es vorhin gecallt habe. Puh. Also, es kann nur noch besser werden. Ich meine, dass ich das jetzt noch viermal ziehe, das glaube ich nicht. Aber vielleicht ist dann noch Brigadier General noch mal kurz ziehen, das wäre auch nice. So, die Inferno 2. Gucken wir uns auch gleich mal auf an. Wir gehen weg für 3 Euro. Also das ist jetzt ja low, aber egal, auch wenn ich jetzt nur noch scheiße ziehe, im Endeffekt gehe ich hier mit Plus raus. Bleib stehen, Alter. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Lowste, was man bekommen kann. Da gucke ich jetzt nicht nach, vielleicht am Ende dann. Aber ich glaube, das ist wirklich, ich finde, das ist auch das Hässlichste, warum man dazu einen Pin macht. Guardian 3 ist cool. Aber da habe ich, glaube ich, auch den anderen Guardian. Weiß nicht, muss ich dann auch noch nachgucken. Nee, ich habe nochmal die Haut. Vielleicht lacke ich ja nochmal rein. Das wäre nice, aber nee. Soll nicht sein. Jetzt gucke ich nochmal, was die anderen 2 Pins so bringen. 3 Euro, okay. Ist doch mehr als ich dachte. Und der Guardian 3 geht weg für 2,40. Ist sogar noch weniger als das. What the fuck? So. Auf die Abzeichen. Guardian. Habe ich den gar nicht mehr? Oder bin ich da jetzt gerade durch den Wind? Da gibt es normalerweise noch einen Guardian, der was also gelblich ist. Oder ich habe den auf einen anderen Account. Aber egal. Ich werde den gleich mal ausrüsten, den Haul. War... okay, finde ich aber nice, dass ich den gezogen habe. Das ist wirklich ein krasser Pin. Und die 50 Euro auch berechtigt wert. Also...
Hätte ich mir vielleicht sogar auch selbst gekauft. So, dann war es auch eigentlich wieder mit dem Video. Ich bin happy, dass ich den Pin gezogen habe. Wirklich mal wirklich Luck gehabt, endlich wieder mal. Es gibt noch ein Giveaway. Das letzte Video, guckt es euch an. Ich werde es vielleicht in der Endcard, ja, ich werde es in der Endcard verlinken. Und da gibt's, was wird für Giveaway? Dreimal eine M41S Mecha Industry in Field Tested. Könnt ihr daran teilnehmen, wenn ihr wollt. Und ansonsten, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Dann sage ich auch nur noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.